aus den Traders Lab Trading Räumen. Wir bereiten uns auf unseren täglichen DAX-Trade vor. Es ist 8.32 Uhr und wir fangen auf der rechten Seite an mit den Blue Boxen. Wir sehen aktuell den DAX bei 15.741. Wir sind vom Daily Pivot bei 15.6, also wir sind hier unten. Wir haben ein Mini-Gap. Das heißt, ich gehe erstmal als Vorbereitung in die Big Number 5.7 rein. Gucken, ob der Kurs dahin läuft. Und bei den Blue Boxen am Freitag können wir einmal einen Blick rein. Werfen wir immer eine ganz kleine 11er. 10,5, relativ spät am Abend. 35 kommt für uns nicht in Frage. Die 25er ist sauber in dem ersten Anlauf in den Gewinn gelaufen. 34, 44 kommt für uns nicht in Frage. Das sind also alles etwas größere Boxen. 34 nicht, 31 nicht. So, das bedeutet, wir bereiten uns heute Morgen vor. Nochmal zu den Spielregeln auf dem Minutenchart. Kleinere Boxen als 30 nehmen wir gerne. Kleinere Boxen als 20 auf dem Minutenchart. Wenn sie kleiner sind als 20, nehme ich die auch als mit erhöhtem Risiko. Für einen Hedge-Auflösungstrade könnte man diese dann auch nutzen. Ja, also wenn sie kleiner ist als 20. Ansonsten bleibt alles beim Alten. So, jetzt gehen wir auch direkt rein in die Vola-Boxen. Die sind hier grün und da sicherlich möchte man wissen, wo kommt die Vola-Box rein? Bei 15.738. Auch hier nochmal der Hinweis. Wir sind bei 44, das heißt, sie kommt direkt zur Markteröffnung rein. Ich würde nach den Erkenntnissen aktuell den Hedge-Auflösungstrade nicht machen, wenn wir direkt mit der Vola-Box beim Eröffnungskurs ist. Ich wiederhole mich zwar da immer wieder, aber möchte das jetzt nochmal sagen, sondern eine Vola-Box ist ideal, wenn wir ein bisschen weiter nach oben oder unten laufen, die weiter entfernt ist, damit wir auch wirklich da einen guten Konter reinbekommen. Das nur der Hinweis, also bei 15.738, das heißt, da wo wir aktuell sind, wird sie voraussichtlich reinkommen. Ja, okay, wunderbar. So, und das bedeutet, wir gehen jetzt wie immer morgens einmal in unsere Wetterbericht rein und wir fangen heute an bei Ethereum Daily, Ethereum Long. Wir sind bei 4.300, 4 Stunde Long, 30 Long, Short, Entschuldigung, 15 Short und 5 Minuten Long. Also da ist mehr Long als Short auf der Watchliste hier. Der zweite Markt ist Bitcoin. So, mal hier ein bisschen weiter hochziehen. So, Bitcoin 62.000. Daily Long, 4 Stunden Short, Stunde Long, 30 Long, 15 Long und 5 Minuten Long. Also auch hier mehr Longs als Shorts. Ja, Gold. Daily Long. A4 Long, 30 Long, 15 Long, aber hier bin ich jetzt bei Gold, wäre es genau in Euro 15 Long, ist ein Update, auch hier eher Long, gehen wir weiter hoch und gehen zum Dow Jones, Daily Long, All Time High, 4 Stunden Long, Stunde Long, 30 Long, 15 Long und 5 Minuten Short. Also auch hier mehr Longs als Shorts. S&P 500, Daily Long, 4 Stunden Long und S&P 500 auch mit einem Rekordhoch. Aktuell All-Time High, 4 Stunden Long, Stunde Long, 30 Long, 15 Long und 5 Short. Aber da mehr Longs als Shorts. Dann haben wir Technologiebereich Nasdaq, All-Time High, Daily Long, 4 Stunden Long, Stunde Long, 30 Long, 15 Long,
5 Minuten auch Long, Öl 82, Daily Long, 4 Stunden Short, Stunde Long, 30 Short, 15 Short, 5 Minuten Short, hier sind mehr Shorts und hier haben wir Gold auf Daily Basis. Daily Long, 4 Stunden Short, Stunde Short, 30 Short, 15 Long und 5 Minuten Short. Also hier mehr Shorts in Gold auf Dollar Basis. Und dann gehen wir zurück zu The Good Old German DAX. Daily Long, 4 Stunden Long, Stunde Long, 30 Long, 15 Long und 5 Minuten auch Long. Also hier ist Alalala Long. So, das bedeutet Big Number auch durchaus denkbar bei 15,8. Die nächste Zone. Ist jetzt der erste Trade. Wohlerbox unten, haben wir das Risiko erhöht, trotz hier Feiertag, aber wir sind eigentlich ganz gut, wenn der Kurs da unten hinläuft. Big Number also ausgeführt. 15,792 würden wir entweder Short gehen oder bei 15,807 Long gehen. Das Ganze für die Spielregeln dreimal und dann höre ich damit auf. Also, Order ist jetzt beim Broker und jetzt warten wir, in welche Richtung der Markt läuft. Angepasst, in welche Richtung? In Richtung 50 denn, es sei denn, der Trade Nummer 1 geht direkt in den Gewinn,